Steuern und Recht wird präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling. Schön fit und vital, so möchten viele Menschen bis ins hohe Alter natürlich aussehen. Weil aber der Zahn der Zeit auch am Körper nicht vorbeigeht, boomt die Gesundheitsbranche. Zumindest die Schönheitschirurgie. Was den meisten Patienten dabei nicht klar ist, sind jedoch die rechtlichen Bedingungen. Oder wissen Sie, wie sich der Vertrag mit einem Arzt von dem mit einer Autowerkstatt unterscheidet? Ärzte sind heutzutage nicht nur Heilende, sondern auch Dienstleister. Und Patienten sind nicht nur Patienten, sondern auch Kunden. Und in Praxen und Kliniken wird nicht nur geheilt, es werden auch Verträge geschlossen. Wer die Klinik für Gefäßkrankheiten Rhein-Ruhr in Essen besucht, hat ein Problem. Und dies heißt zum Beispiel Krampfadern oder Besenreißer. Anschließend nehmen wir diese Knubbel, die eigentlichen Krampfadern, über 1 mm große Löchlein raus. Das nennt sich mikrochirurgisch. Hat den großen Vorteil, diese kleinen Dinger heilen ohne Narben. Die Klinik behandelt Kassen wie auch Privatpatienten. Und am Anfang steht immer das Beratungsgespräch. Den Patienten wird heutzutage viel zu häufig vorgegaukelt, dass alles möglich ist, was wünschenswert wäre. Und das ist nicht so. Schauen Sie, selbst eine Komplikation von vielleicht 1 Promille oder 0,1 Promille ist für den Patienten, wenn es ihn denn trifft, eine 100%ige Belastung. Den Gang zum Rechtsanwalt treten fast immer nur die Patienten an, bei denen etwas schiefgelaufen ist. Oft ist der Fehler bereits beim Beratungsgespräch passiert. Im Beratungsgespräch hat der Arzt die Verantwortung festzustellen, herauszukriegen, was der Patient eigentlich möchte. Und wenn der Patient etwas möchte, was medizinisch nicht machbar ist, dann muss der Arzt ihm entweder davon abraten, er muss ihn aufklären, oder er darf die Behandlung überhaupt nicht übernehmen, weil er von vornherein weiß, dass der Patient etwas anderes möchte, als das, was er leisten kann. Unterlässt der Arzt dies bei der Beratung, macht er sich haftbar. Auch deshalb macht Michael Offermann Skizzen und handschriftliche Notizen auf dem Behandlungsvertrag. Wann immer es zu einer Auseinandersetzung kommt, sei es vor der Gutachterkommission oder vor dem Gericht, wird sicherlich nicht mehr akzeptiert werden, wenn der Patient einfach nur seine Unterschrift unter einen Standardaufklärungsbogen gesetzt hat. Denn man unterstellt, dass er in einem solchen Gespräch nervös ist. Und dann folgt die Unterschrift unter dem Behandlungsvertrag. Doch die wenigsten wissen, was für einen Vertrag sie da unterschreiben. Der Jurist spricht von einem sogenannten Dienstleistungsvertrag, der den Dienstleister lediglich zu einer Tätigkeit verpflichtet, aber nicht auf einen gewissen Erfolg hin ausgerichtet ist, wie zum Beispiel in einer Autowerkstatt, wo ein Auto hingebracht wird, was vielleicht defekt ist und hinterher dann im reparierten Zustand zurückkommt. Diesen Erfolg schuldet der Arzt gerade nicht, sondern nur das Tätigwerden. Mehrmals in der Woche operieren Michael Offermann und seine Kollegen eine Reihe von Menschen mit Gefäßproblemen. Hier werden einer Patientin Krampfadern entfernt. Das, was in den Köpfen der Menschen noch steckt, dass nämlich Krampfadern immer wieder kommen, gehört der Vergangenheit an. Das heißt, dass 90 bis 85% nach einer solchen Operation geheilt sind. Wenige Prozent der Eingriffe misslingen also. Die Folgen können dramatisch sein. Und rechtlich ist der Patient dann in Beweisnot. Was also tun? Fakten schaffen durch Fotos, Fakten schaffen durch Zeugen, Fakten schaffen durch Gedächtnisprotokolle, die ich angefertigt habe, oder letztlich auf jeden Fall Krankenunterlagen heranziehen, aus denen sich ergibt, was der Arzt tatsächlich gemacht hat und wo sich möglicherweise auch schon Komplikationen daraus ergeben. Übrigens, vor Gericht sind Klagen wegen fehlerhafter Schönheitsoperationen wenig aussichtsreich. Denn Schönheit ist nach Meinung der Richter relativ. Steuern und Recht wurde präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling.